Ah, oh nein, ein Raab. Shit. Ja, so ganz ehrlich, ja, das war doch klar, dass Stefan Raab irgendwann, ja, so die Metzgerei der Eltern übernehmen muss, ja. Oh, oh, so geil, oh, endlich mal Platz für's Vierfe, oh, so viel Platz. Ich werde ihn vermissen. Womit verdient Joey Kelly dann eigentlich zukünftig sein Geld, wenn es keine Raab-Events mehr gibt? Wer hat wohl gecheckt, dass es besser ist, auf YouTube weiterzumachen? Meine Damen und Herren, ich verkaufe den Fernseher. Stefan Raab will nicht mehr auf Werbung für begeisterte Fernseher finden. Das war's endgültig mit TV-Schauen. Jetzt läuft eh nur noch Scheiße. Ja, Raab, wer bekommt das Sorgerecht für Elton? Pass auf, das ist so geil. Der Joey Kelly ist damit wohl offiziell arbeitslos. Was? Kennt er Joey Kelly? Kennt er? Also gut, ich dachte, das ist ein April-Scherz, nicht? Aber wir haben ja schon Juni, nicht? Also, oder hatte da jemand aus der TV-Total-Redaktion nicht wieder mal wir kiffen im Player, nicht? Doch. Ja, Raab in der TV-Karriere, nicht? Ja, aber TV-Total, ja, das macht ihr noch so nebenbei weiter, nicht? Du wirst niemals vergessen, Stefan, der beste Mann des deutschen TVs verlässt die Bühne. Gib's zu, Stefan Raab, du willst Bundespräsident werden. So, meine Damen und Herren, unfassbar, oder? Das ist ein echt rabenschwarzer Tag für uns. Quasi für mich, verstehen Sie? Raab.